Hi, ja, ich bin Julius aus Leipzig. Ich bin einer von diesen ungeformten Sachsen. Gut, ich habe zwei Texte mitgebracht aus meiner Reihe. Ich hasse Menschen. Es sind zwei fluffige Sommertexte. Ich habe gedacht, das passt vielleicht. Der erste heißt Scotland Yards. Ich gehe wandern in Schottland. Wandern können ja alle, habe ich gedacht. Deshalb habe ich mich auch kaum mit der Strecke oder irgendwas beschäftigt. Einen Tag vor dem Abflug gucke ich dann doch mal nach. Wupsi. 22 Kilometer am Tag, das 7 Tage hintereinander. Ich laufe normalerweise so 500 Meter in der Woche. Ich habe Schiss. Unsere Schicksalsgemeinschaft besteht aus 6 Personengeschlechter ausgeglichen. Den Flug verbringen wir damit, uns zu überlegen, wer wir bei Herr der Ringe wären. Das dient der Ablenkung. Einer von uns, Mike, hat wahnsinnige Flugangst und sitzt natürlich an einem der Notausgänge, der die ganze Zeit pfeift. Wir haben im Prinzip keine kleinen Leute dabei und wir sind 3 zu wenig. Naja, Marc-Uwe ist Gandalf, klar, Gandalf ist der Beste, so wie Marc-Uwe. Mike ist Aragorn, Arathorns Sohn, weil er das so gerne sagt. Die Girls wollen Legolas sein, aber es gibt halt nur einen. Schließlich sind alle verteilt, sogar Frodo. Ich bin einfach Boromir, Sam, Merry und Pippin. Weil die übrig sind, sage ich. Nein, weil du dick bist, sagt Mike und lacht. Sag mal, brennt da etwa die Tragfläche, frage ich. Mike lacht nicht mehr. In Glasgow, unserem Startpunkt angekommen, esse ich eine lokale Spezialität. Frittiertes Mars. Wahnsinn, dafür sind meine Eltern 89 auf die Straße gegangen. Mike hat ein veganes Restaurant rausgesucht, unweit unserer Unterkunft. Wir gehen durch die verregnete Innenstadt und finden es nicht, bis Mike feststellt, dass er sein Handy falsch rumgehalten hat. Wir laufen zurück und erkennen, dass sich der Laden direkt neben unserer Wohnung befindet. Zur Strafe muss Mike den Fleischeintopf nehmen, obwohl er Veganer ist. Die vegetarischen Burger, die wir anderen essen, sind super lecker. Am nächsten Morgen nutzen wir das letzte Mal für 7 Tage den ÖPNV und fahren in einen Vorort von Glasgow, der Milngavie heißt. Denke ich, ist aber Quatsch, wird ganz anders ausgesprochen. Mingay! Schon auf den ersten Metern wird klar, wo Fantasy-Autoren ihre Inspiration herbekommen. Die meisten Wegweiser sind zweisprachig, Englisch und Gälisch. Andadruin, Ningonwaith, Kafat. Ich beginne mir die Namen zu merken, indem ich sie immer wieder aufsage. Hat auch den Vorteil, dass ich was zu tun habe bei Wandern. Was soll man sonst machen, die ganzen 22 Kilometer? Kirunath, Ethain, Mingay. Für den Fall, dass wir später Elben treffen, bin ich sehr gut vorbereitet. Nach ein paar Kilometern tun mir das erste Mal die Füße weh, aber oh Wunder, ich schaffe die Etappe ohne Probleme. Erster Schlafort ist Drummen. Im ältesten Pub Schottlands essen wir alle das einzige fleischfreie Gericht. Vegetarische Burger, die sind super lecker. Am nächsten Tag habe ich Sonnenbrand. Schottland hat 280 Regentage im Jahr. Wer konnte das ahnen? Es geht das erste Mal einen Berg hinauf. Als ich oben bin, tue ich das, was ich am besten kann. Schwitzen. Ich hasse Berge. Später denke ich mir Wortspiele zum Thema Herr der Ringe aus. Was soll man sonst machen, die ganzen 22 Kilometer zum Beispiel? Ey, das ist mein Lego, lass das liegen. Oder wie, oder mein Liebling war, wie alles begann, Dalf. Naja. Eins begreife ich bereits jetzt, Wandern macht so lange Spaß, bis es keinen Spaß mehr macht, was in der Regel ziemlich genau 2 Kilometer vor dem Ziel passiert. Da kann man vorher noch so oft Pause gemacht und seine geschwollenen Füße in einen Bergbach mit dem Namen Nungauthayr gehalten haben. Die letzten 2 Kilometer sacken. Am Abend schlafen wir in einem 6er-Zimmer in einer Jugendherberge direkt am Loch Lomond. Die vegetarischen Burger, die wir essen, sind lecker. Die 3. Etappe führt uns kontinuierlich am Ufer des Loch Lomond entlang. Der Untergrund ist sehr steinig. Hier zeigt sich das erste Mal meine Passion. Wie eine Gemse springe ich von Stein zu Stein, dabei Abzählverse singend. Irgendwas muss man ja machen, die ganzen 22 Kilometer. Bei Mike wiederum entwickelt sich eine etwas komische Faszination für Moos. Alle paar hundert Meter bleibt er stehen und fotografiert den Waldboden. Wahrscheinlich mag er an Moos, dass es da ist, immer da ist und sich nicht weiterentwickelt, so wie er. Er arbeitet bereits an seinem Bildband Most Wanted. Lol. Meine Springerei im ersten Teil der Etappe macht sich am frühen Abend bemerkbar. Immer langsamer schlurfe ich den nicht enden wollenden Weg zum Gasthof, dem Drovers Inn. Die vegetarischen Burger dort sind vegetarische Burger. Wir haben mittlerweile alle irgendwelche Wehwehchen. Ich zum Beispiel habe plattgetretene Füße und sehr viele Mückenstiche. Meine Frau hat Blasen und in den Blasen haben sich weitere Blasen gebildet. Sieht aus wie Aufsätze von Nuckelflaschen. Mike hat jeden Tag was anderes. Schon bevor wir überhaupt loslaufen, klagt er über eine reibende Stelle im Schuh, eine ledierte Hüfte, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, eine mittelschwere Depression und das Gefühl, dass ihn überhaupt niemand wahrnimmt, als Mensch nicht und auch nicht als Künstler. Im Grunde genommen können wir froh sein, dass er überhaupt den Mut hatte, in Berlin aus dem Haus zu gehen. Seine Freundin Harriet wiederum ist immer kurz vor dem Kollaps, das ist was anderes als Kollaps, das hat mit Lack zu tun, aber sie ist zäh genug, um sich nichts anmerken zu lassen. Dann ist da noch Sarah, sie hat die Reise und die Hotels gebucht. Ich widme ihr meine Wortschöpfung Appreciate. Ich schätze das, was sie für uns organisiert hat, klar, und ich hasse Berge.
Wenn ihre Knie schmerzen, knallt sie sich zwei Paracetamol rein und hört Hörbuch Herr der Ringe. Marc-Uwe hat überhaupt nichts. Klar, Marc-Uwe ist wie immer der Beste. Und wenn er was hätte, dann wäre es halt direkt das Krasseste, Genickbruch oder AIDS. Die nächsten 3 Tage vergehen dann wie im Flug. Es ist doch überraschend, wie schnell sich der Mensch an Dinge gewöhnt. Vegetarische Burger zum Beispiel. Am 5. Tag will Mike eine Abkürzung gehen über einen Pass. Ey, witzig, alle laufen da lang, aber da ist es ja viel kürzer. Famous last words, murmle ich. Als wir anderen ankommen, ist Mike noch nicht da. 3 Stunden nach uns taucht er auf mit zerfetzten Hosen, Kratzern und voller Moos. Ich mache ein Foto von ihm für sein Bildband. Die vegetarischen Burger, die wir an diesem Abend essen, sind. Am letzten Tag überrasche ich alle durch einen ungeahnten Energieschub, weil letzter Tag ist wahrscheinlich. Das motiviert mich hochgradig. Da es auf der gesamten Strecke regnet und es wirklich keine Möglichkeiten gibt, sich unterzustellen, demnach auch keinen Grund zu rasten, laufe ich mich über etwa 16 Kilometer in einen Rausch. Ich habe ein Hiker's High. Ich überwinde jeglichen Schmerz. Meine Frau kann nicht mehr wegen der Blasen. Ich nehme sie auf die Arme und rufe: Ich kann deine Blasen nicht tragen, aber ich kann dich tragen, Frau Frodo. Dann trage ich sie die letzten 8 Kilometer ins Ziel. Als erster, fast. Marc-Uwe ist schon da, klar. In Fort William am Fuße des Nationalheiligtums Ben Nevis. Ich erkundige mich nach dem Elbennamen von Fort William. Es ist Fort William. Wir haben es geschafft. 160 Kilometer, Wahnsinn. Ich beginne zu weinen. Auf der Fahrt zum Flughafen fahren wir die gesamte Strecke noch einmal ab. Es dauert 1,5 Stunden.